Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trails of Cold Steel 3. Beim letzten Mal hat gerade das Summer Festival begonnen, also das Zeit des Summer Festival 1 hat ja schon mal begonnen, aber das in Heimdall halt. Und wir haben jetzt 5 Tickets, mit denen wir 5 Attraktionen angehen können, zu denen wir jeweils Leute einladen können. Und ich denke mal, ich weiß, welche Bonding-Ränge ich noch voll kriegen will. Ich habe gerade schon mal überprüft, ich bin mit Musei immer noch auf Rang 3. Auf Rang 3, das geht gar nicht. Also auf jeden Fall fange ich erstmal mit Musei an, guck mal, wie schnell ich das so hochkriege und dann noch ein bisschen mit Sarah und dann mal gucken, falls noch was übrig bleibt. Weiß ich ja nicht, wie viel das hier was auffüllt. So, da wäre das erste Event. Irgendwas mit Mischi, das klingt doch schon mal super. Oh, das sieht grauenhaft aus hier, wo bin ich nur gelandet? Mischi, the super popular mascot of Crossbell Province, has come here today to visit us. If you have a special ticket, you'll get front row access to a show. Oh, das ist super. It's fun for one and all, from kids to grandparents and everyone in between. Ich glaube, das ist nur Spaß für Kinder eigentlich. Oh, fuck. A Mischi show, huh? Maybe I should invite someone to watch with me. Can think of a few people. Yeah, okay. Ich kann halt nicht immer alle einladen, wurde schon gesagt. Und Elfen und Elise sind eine Person anscheinend. Okay. Tower und Elfen und Elise würden mich halt noch interessieren, tatsächlich, wenn ich dann noch hier was übrig habe. Aber Vorrang haben gerade erstmal Musei und Sarah auf jeden Fall. Sarah will ja auch gar nicht hinkommen. Das kann ich verstehen, dass sie da drauf keinen Bock hat. Aber Markias... Aber Marquez würde das interessieren, offensichtlich. Okay, klar. Das wirkt doch etwas, was Marquez interessieren würde, auf jeden Fall. So, Musei, du darfst gerne mitkommen. Warum auch immer. Gerade du. Yahoo! Hey everyone, I'm Mischi. Mischi-Shi. Thanks for coming, everybody. It's super great to see you all today. Das ist absolut grauenhaft. Warum bin ich hier? Yay, it's Mischi. Look over here, Mischi. Looks like you're super popular here in Heimdall too. I'm so happy for you, Mischi. Mischi-Shi, I'm so happy for me too. Okay, everybody, what should we play today? Hold on. Was passiert hier, huh? Oh god, what? Who are you? You kind of look just like me. I am Mischi. Als Roboter. Don't let him trick you, everyone. He is a fake. Ja, das sehe ich doch, dass du der Echte bist. What? What? I'm a fake? Nobody told me that. No, Mischi, don't let him confuse you. He's Mecha Mischi. He's a robot who thinks he's you. Nuh-uh, I'm not a robot. I'm the real one. I didn't know this character even existed. Must be a new one. Ja, es werden halt immer mal neue Charaktere eingeführt. Warum auch nicht? Solltest du doch gewohnt sein, Rin. So even dear Mischi has copycats now. I guess not surprising given his popularity. Mischi-Shi. Don't worry so much about that stuff. Let's just have fun and dance together. Ja, genau. Besiege das Böse mit der Power of Dance. Habe ich schon mal irgendwo gehört. That's enough, you faker. No, Mischi. Uff. Mischi-Shi. No, I'm the real Mischi for sure. Oh no, everybody. The real Mischi was beaten by the fake one. But I bet if we cheer loud enough, it'll make Mischi feel better. Das ist grauenhaft. Mischi, get up. Whoa. Don't lose, Mischi. I don't think Mischi can hear you. Maybe you're not loud enough. Genau. You say, Rin, was macht ihr denn? You there. We need your help. Cheer for Mischi with us. Well, no getting out of this. Come on, Mischi. Don't give up, Mischi. Oh. Me. She. Yay! Warum sind wir hier? You still wanna fight? Fine, we'll keep fighting until only one of us is left. Nuh-uh, why does it even matter who the real one is? We're both Mischi, so I'll just be me and you just be you. Mischi-Shi, now come on, let's dance and have fun together. Darn you. Fine, but just this once. If we're having a dance-off, I'm not gonna lose. Alrighty. Isn't that great? Thanks everyone's help. We're all friends now. Oh, das ist ja großartig. Ich wollte schon mal mit allen Leuten befreundet sein und mit allen Mischis vor allem. Okay, no Mischi, let's take this from the top. Yeah, time to do a big cheer. Los, tanz endlich. Let's dance and make a wishy. With a Mischi. Hoo boy, ja genau. Well, I'm gonna see them getting along now. I'm looking forward to seeing where they take this character in the future. Ich wirklich nicht. Warum passiert das nur? Naja, das war jedenfalls sehr schön. Das war ein tolles Date. Auf jeden Fall großartig. Ja. Also, wie viel ist es jetzt angestiegen, der Bond, hä? Alright, see you later. Have fun at the Summer Festival, you say. Oh, an instructor, Rin. Aha. Thank you for everything. Oh.
Where's that coming from? Despite my circumstances, you still treat me the same as any other student. You noticed something about me, yet you kept your suspicions to yourself. What you told me in Lemaire, everything you've done for me, it truly does make me happy. Muse, I want to thank you too. Honestly, I'm sure there are some things you suspect about me as well. Though we may not have known each other long now, I'm happy we were able to meet. That's why I want to ask you, ist das jetzt gerade schon das finale Bonding Event? Was soll er? Given that Erebonia is in now, what will you do? Okay, das ist doch nicht das, was ich erwartet habe. Well, the crisis has been averted for the moment, but I'm sure nothing is finished just yet. Das glaube ich auch nicht. So in that sense, I still have a mission to fulfill. However, I'd also like to continue just being Muse of Class 7. Ah. Thank you. That's all I needed to hear. If the time comes when I need to know the truth about you, I'll accept it, no matter what it is. As the instructor, and as a fellow member of Class 7, I'm looking forward to spending more time with you in the future, Muse. As am I. Ja, du hast recht, du hast recht. Ich Please weiß doch. Continue to be good to me, my dear instructor. Immer doch, immer doch. Schön, okay. Hätte ich jetzt gar nicht gewartet, dass wir noch so eine Cutscene dafür bekommen. Also, das ist sehr interessant, dass wir das noch dazu bekommen. Mit den Leuten, die wir Zeit verbringen. Hot for Teacher. Oh, okay, ja, vielleicht war das schon das finale Bonding Event. Vielleicht gibt es gar kein einzelnes, was man wählen muss. Wofür habe ich mir das ganze Spiel über Gedanken gemacht, hä? Ich bin auch auf Level 3 mit dir. Okay, der Bond ist gar nicht angestiegen. Nicht wirklich jedenfalls. Der war vorher auch schon so. Ja, ich bin verwirrt. Ich bin sehr, sehr verwirrt über alles hier. Das ist nicht, was ich mir darunter vorgestellt habe. Sollte ich jetzt auch nochmal Zeit mit mir dafür bringen? Gibt es jetzt noch Sinn? Oder sollte ich mir jetzt doch andere Leute aussuchen? Ich weiß es nicht. Vielleicht versuche ich es einfach nochmal. Also falls es übergeht, vielleicht kann ich es ja auch einfach gar nicht mehr auswählen. Vielleicht kann man jede Person nur höchstens einmal auswählen. Unmöglich wäre es ja nicht. Achso, hier ist es direkt. Was gibt's denn hier? Eine Tour mit einem Tram-Dings anscheinend. You can sign up here for the Heimdall Tram Tour. It's a special event that we hold during the Summer Festival, natürlich, okay. The westbound tram takes you on a scenic tour of the Summer Festival. The eastbound tram is currently full, so you'll probably find this one to be a bit more relaxing. Okay, gut. Ich kann auf jeden Fall Muse nochmal auswählen. Und hier kann ich auch Sarah auswählen. Ich wähle an dieser Stelle erstmal Sarah. So, dann wird es nämlich beides abgeschlossen einmal. Bevor es dann später nicht mehr möglich ist, dass ich Sarah mitnehmen kann irgendwo. Weiß man ja nie im Voraus. So, wirkt auch wirklich nicht allzu voll hier. Für die paar Leute sollte wohl noch genug Platz darin sein. Ganz knapp. Das sollte doch ein etwas weniger dämliches Event sein als das mit Michi, glaube ich. Weil das war wirklich nicht unsere. Wir waren wirklich nicht die Zielgruppe davon, glaube ich. Ich weiß ja nicht, aber. Eigentlich nicht. Auch wenn sie gesagt haben, es ist Spaß für alle Altersgruppen. Nee. Sorry. Glaube ich eigentlich nicht. Thank you for joining us on the western route of the Heimdall Tram Tour this fine day. Whether you're visiting for the Summer Festival or seasoned locale. We hope you can relax and enjoy the sights. Ah, I haven't been on a nice laser tram ride in forever. If only I had a nice cold beer and a bag full of snacks to go along with it. Ach ja, wenn du doch nur Alkohol hättest, ich weiß. Haha, now that I'm an adult too, I can sort of understand where you're coming from. Wirklich, Rin? Wirklich? Ich dachte, es kommt jetzt ein Kommentar von wegen, ach komm schon, Sarah, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Alkohol ist schlecht. Nee, kannst du wirklich nachvollziehen? The tram is now headed to the western districts of Heimdall via Central Station. Dann los, geht doch zusammen trinken endlich, meine Fresse nochmal. We will be traveling slower than usual, so you can enjoy the scenery along the way. Das ist alles was ich will, wirklich, versprochen. Mehr Wünsche habe ich nicht mehr. Und hatte ziemlich viele Wünsche irgendwann mal. Glaube ich. Ja, doch schon. Over there is Vesta Street. Oh, schade, das war schnell. Oh, it's so lively. Looks like the guild won't have any work to do today.
Nee, hoffentlich nicht. Wäre blöd, wenn doch. Auch hier fahren wir durch, überall fahren wir halt durch, ist meine Natur, ne? Das haben Touren so an sich, dass man überall durchfährt, überall mal durchfährt. Ah, that is a nice view. Yeah, the atmosphere is nice too. Ja, es ist einfach eine hübsche Stadt. Ist halt einfach so. Ich meine, an sich ist es schon wirklich unnötig, weil wir schon überall waren. Wir kennen ja die ganze Stadt, aber... Hey, und da sind Mischis. Mehr Mischis zum Verkauf. Stehen so, und was ist das daneben? Diese kleinen... braunen Pelzbälle. Ach, und ihr habt ja eure Stände hier, genau. This is Hank District. Oh Mann, it's more lively today than usual. Ja, ich weiß, dass du gerne hin würdest. Ich gehe doch heute noch vorbei auf jeden Fall. Zu den ganzen Ständen da wird schon auch noch ein paar Events sein, denke ich mal. Und das dann vielleicht mit Musa. Ich meine, das passt ja auch ganz gut, mit Musa dahin zu gehen. Die kennt da ja ein paar Leute. Alleine deswegen schon. Also falls es überhaupt als Event zählt, ich weiß ja nicht, was sie da anbieten könnten, wofür man Tickets bräuchte, ne? Das wäre dann halt so die Frage. So, und wieder zurück zum Anfang, ja? Das müsste es doch gewesen sein. Und, hat es dir gefallen, Sarah? Ein bisschen. Ruggles Plaza should be the last stop. I'm usually hoofing it everywhere, so being able to sit down for a bit was nice and relaxing. Or maybe it was because I was with you. Thanks, Rain. My sentiments exactly. Let's do this again. Maybe with some beers next time. Oh, Rain, du lernst dazu, wirklich. Thank you for joining us on a tour of Western Heimdall today. We'll soon be arriving at our final stop, Dragon's Plaza. I repeat, our final stop will be Dragon's Plaza. Was ein Zufall aber auch, dass wir uns nicht den Osten angucken konnten von Heimdall, ne? Fast als wäre er nicht modelliert worden. Natürlich nicht, weil er wäre auch ein bisschen seltsam gewesen. Weißt du, was ich gefunden hätte? Wenn wir einfach durch die, Ostteile von Heimdall aus dem ersten Teil gefahren wären. Einfach in dem alten Grafikstil noch. Wäre total weird gewesen. Aber, ich meine, wir bekommen jetzt so immer schon Flashbacks mit dem alten Grafikstil noch. Von daher, unmöglich wäre es nicht gewesen. Wären auch komisch. Naja. So, hier bekommen wir noch einen Stern dazu. Warum haben wir da gerade keinen halben Stern dazu bekommen? Oder wie viel auch immer das war jetzt? Bei Musei. Hier bekommen wir auch kein Event mit Sarah. Ich bin sehr verwirrt. Soll ich jetzt noch was mit Musei machen? Muss ich jetzt noch was mit Musei machen? Ich kann doch nicht bei 3,5 Sternen mit ihr aufhören. Oder habe ich jetzt schon verloren und ich kann es nicht mehr mit ihr zu Ende bringen? Was hätte ich denn machen sollen? Ich habe schon alle Events und so mit ihr gemacht. Ja, ich hätte mehr mit ihr kämpfen können, klar, aber ich bin jetzt gerade ein bisschen wütend. Wenn das jetzt wirklich nicht mehr geht. Ha? Das ist von Schwarzer, Thor's Brand. Hey, what's up? Got a sec to chat? Hallo? Wait a second. Oh, Lecter, ja. Gut. Hello, Major. Sorry, but, I'm gonna cut right to the chase. Can you Nein? meet up right now? Ich habe Freizeit? Right now, with you. Yeah, is this a date? Something I gotta talk to you about on the down low. If you're busy, no pressure. But if not, meet me at the station. Okay. Hey, hold up. String me along, why don't ya? So, Lecter almost never calls me outside of an order. He was in such a hurry, too. This is gonna nag at me till I know. I should head to the station. I'm sure I'll have enough time for the festivities. Ach komm schon, okay. Gut, gut, gut. You can now quick travel to Heimdall Central Station. Ach so, kommen wir vorher gar nicht, ne? Stimmt, da war ich noch gar nicht. Na egal, ich will jetzt trotzdem erstmal weitermachen mit dem ganzen Spaß hier. Dem großen Spaß. Also, gehen wir mal hier rein. Ist das, warte mal. Sorry. Ja, das ist die Bäckerei. Man hat es mir beschwert, dass ich die Bäckerei übersehen habe. Ja, hab ich wirklich. Holy shit. Ja, hier ist schönes Brot. Nice bread. Sogar nices Mischi-Brot. Ja, cute. Cute. Ich weiß zwar nicht, was hier passiert wäre, wenn ich vorher schon hergekommen wäre, aber... wäre bestimmt ganz, ganz toll gewesen. So, hier, was kann ich hier machen? Essen? Ein Date haben? Holding a creative all-out baking competition. Oh, das ist viel interessanter. Pure bread contest. But you need a special ticket in order to participate. You have the ingredients ready, so your job is to pick the fillings, blah blah blah. It's a good chance for a fresh, tasty baking experience. Ich hätte gerne Minispiele. Vielleicht ist es ja mal ein Minispiel, aber irgendwie bezweifle ich es. So, ich weiß es nicht. Musei? Habe ich noch eine Chance bei Musei oder habe ich schon verkackt bei Musei?
Well, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance, würde ich sagen. Guess we should get started, but where do you even start? There aren't any specific rules to follow, are there? Nope, it can be salty, sweet, or something else entirely. It's just gotta be bread. You have tons of ingredients to spare, so time to get your creative juices flowing. Perfect, thanks. I'm so pleased that we can partner up for this, Instructor. Ja, ich freue mich auch, wirklich. Und so haben sie begonnen, Brot zu machen. Episches Brot. Using prepackaged dough, they tried to shape just what they had in mind for the final product. Was ist denn das finale Produkt, was sie im Kopf hattet, hä? Das Resultat ist ein, was ist, okay. The Tyrian Sandwich is officially complete. Okay, it's a sandwich. Very nice, you say. This is such an interesting concept, but I'd never think of putting Isan Yokin into a sponge cake. Grandfather used to order them from abroad. Ah, I thought it would go well with the green tea we have in our club. That does sound great, actually. Now, Instructor, how would I let you have a taste? Open wide! Nom 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 nom, that's not exactly appropriate. Doch, 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 Rin, wirklich. Versprochen. Wow, looks like you guys made something incredibly creative. I'm going to take a photo for the contest, so strike a pose. Gerne. Ich meine, so kreativ war es jetzt nicht, weil mir ist ja die offensichtlich nur geklaut, aber naja, naja, naja. Kreatives Brot. Der Bond steigt doch nicht, oder? Wir werden doch hier verarscht, oder? Was ist denn? Warum steigt der Bond denn mit ihr nicht? Ich verstehe es wirklich nicht, was ist denn los? Hab ich den Bond kaputt gemacht einfach? Hab ich verloren? Ich bin wirklich traurig gerade. Das kann nicht sein. Ich will das jetzt mit Musei machen, das finale Event, wenn es eins gibt. Aber das kriege ich doch nicht, wenn ich 3,5 Sterne mit ihr habe. Ja, ich muss aufgeben, glaube ich, weil ich glaube, ich bekomme keine Sterne mit ihr. Egal, wie oft ich es jetzt mache. Ich google jetzt mal eben, okay? Ich bin gerade wirklich sehr, sehr, sehr verwirrt. Okay, also entweder ich verstehe gerade irgendwas komplett falsch oder die Anzeige von Musei ist bei mir einfach verbuggt oder so. Weil scheinbar ist es so, dass man die ja, finalen Bonding-Events jetzt einfach bekommt, sobald man Level 5 erreicht mit den Charakteren. Und das ist das, wo man ein Achievement bekommt. So wie wir es bei Musei bekommen haben, das mit dem Voice-Acting und so. Das war die finale Szene anscheinend von Musei. Das heißt, wir sind auf Level 5. Angeblich. Deswegen schaltet die Anzeige wahrscheinlich nicht mehr weiter, weil sie ja schon voll ist. Warum steht er dann Level 3? Verstehe ich irgendwas nicht? Kann das sein? Ich habe keine Ahnung. Ja, jedenfalls war es das scheinbar. Was ich ein bisschen schade finde, es gibt anscheinend kein richtiges finales Event mehr. Wo man sich dann eine Person aussuchen muss am Ende. Das ist jetzt wohl einfach nur hier noch drin. Naja, dann hätte ich mich von Anfang an gar nicht dafür entscheiden müssen, ob ich jetzt Sarah oder Musei nehme, hä? Ich nehme auch beide. Ich nehme auch beide. Irgendwie, so ein bisschen. Oh, Rin. Hehe. There you are, Rin. You came after all. I figured I'd stop by to see how things are going. Sand Destroyer's Charity Bazaar. It's going well, it seems. Yes, thanks to you and the new Class 7. Under the Governor's orders, security has been elevated, allowing us to sufficiently prepare. Please allow me to thank you as well. Yeah, I'll make sure to convey your message to the new Class 7. Why don't you go enjoy yourself, Rin? You've come all the way here after all. Oh, before you do, do you have anything you'd like to donate to the bazaar? We're serving authentic Saint Destroyer iced tea and sweets to our donors. Items are accepted at any time, so feel free to let us know if you want to. Something for the charity bazaar, I have an idea. Ah, wir können auch jemand anderen darum bitten, mitzukommen. Und anscheinend, darauf haben wohl alle Lust. Also außer vielleicht, naja, Elise und Elfen, die wollen wohl nicht mitkommen. Ich frage mich, warum. Naja, nehmen wir hierfür damals Sarah. Da kriegen wir auch noch auf Level 5 und kriegen da dann auch noch unser finales Event. Und dann nehme ich noch Tor mit dem letzten Ticket, würde ich sagen. Hi. What? Ich bin gerade wirklich schockiert. Rin, was tust du? They've never been used... Was? Hör auf zu lügen, sie wurden wohl benutzt. So ist er probably in good condition. Your glasses. Das ist eine Lüge. Is it alright, your highness? If anybody finds out who and where it's from, it'll be chaos among the girls. Ja, umso besser, dann ist es viel mehr wert.
Oh man, your highness. yeah, I'm kidding. Yeah, is something wrong? Not at all. And this is... It's one of my old flasks. Oh, it's washed, of course. Kein Alkohol mehr drin. It's a bottle of liquor, right? It's you. Yes, for a grown woman. People in North Umbria would carry these when fighting in the cold. I don't really feel cold myself anymore. I see. I'll make sure it goes to someone who will love it as you have. Thank you so much for your donation to the charity bazaar. We've prepared our signature iced tea and sweets for you over at the cafe area. Mein Gott, drei Versuche, ne? Please enjoy yourself at the charity bazaar. Hast du schon dreimal jetzt gesagt, wirklich, Elise. Aber vielen Dank, werden wir wohl tun. Setzen wir uns mal gemeinsam hier hin. Ha? Was siehst du? Ja, das sind Vasen. Oh, ja. Und deine Flask. Dein Fläschchen. Na, das ist schon interessant, ha? Oh, Alkohol. Ja, den würde ich gerne wo reinfüllen können. Ne, die Vasen will ich nicht haben. Die sind ein bisschen zu groß. So viel sollte man nicht trinken, glaube ich. Ach, wie schön. Ging doch so schnell. The two of them took a load off, enjoying tea and sweets. So, und da steigt auf Level 5. Ich frage mich wirklich, was es mit USA war. Das war wirklich, wirklich weird. Also jetzt sollte wieder ein Event kommen, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe. Along the way, they enjoyed some idle chatter. Ich bin jetzt ein bisschen traurig darüber, dass ich gerade noch ein Ticket auf Muse verschwendet habe. Auch wenn ich gerne Zeit mit Muse verbringe. Das war schön, aber... Hätte ich gerne noch ein bisschen mehr maximiert. Alright, see you later. Have fun with the rest of the summer festival. Oreen, hold up. Aha. Something the matter? No, not at all. I just wanted to give you a little invitation. Ooh. Once we get through all this and everything's over, what do you say to visiting Northumbria with me? Holy shit. Sehr gerne. Das ist nicht, was ich erwartet hatte, aber ja. Are you sure? It's just, I haven't been back there since the Northern War. And you seemed like you were worried about the place too, so... But I know we're both so busy. I understand if it's too far out of the way. All right. When we can both find the time, I'd love to go. I'd like to visit your father's grave while I'm there too. You got it. There's a ton of stuff I need to go report to him too. How I became a bracer in Erebonia, somehow ended up teaching at a military academy, that even someone like me can teach people and help them grow. Oh, and how I've even got a little junior instructor following in my footsteps. Tatsächlich. Instructor Sarah. I'd like to help your father rest easy. I plan to go there and tell him. As a student and as a man, I want to support your daughter just as much as you did. As a man vor allem, hoffe ich. Come on! You just keep spouting lines like that. Kannst du wirklich machen, Reed, wirklich nicht. Your transformation into an unstoppable lady killer is complete. Vielen Dank, das nehme ich als sehr, sehr großes Kompliment an. Sorry, I got a little too caught up in the moment. Let's get all this craziness here settled and done with. So we can both go visit Northumbria one day. Yeah. I'm gonna hold you to that bit about supporting me. Ich find's sehr schade, dass das jetzt die finalen Bonding Events auch dessen sind. Ja, man kann dafür mehrere bekommen, im Gegensatz zu früher. Aber. Da waren mir andere Sachen doch schon noch lieber, wo man dann die größeren Events jeweils hatte. Vor allem, weil ich geküsst wurde. Ich meine, okay, ich wurde in diesem Teil schon von Sarah geküsst, also eigentlich habe ich keinen Grund mehr zur Beschwerde, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine, ne? Es ist nicht so ganz dasselbe. So, ach so, hier gibt's ja auch noch direkt was, also bleiben wir doch direkt hier. Ein kleines Pferderennen vielleicht, ja? Wäre doch mal Zeit für ein Minispiel, okay, ich glaube, wir bekommen kein Minispiel mehr, ich bin enttäuscht, aber man kann ja nicht alles haben, ne? Man kann ja wirklich nicht alles haben. Ja, ich muss zugeben, damit ist es auf jeden Fall das schwächste Festival, was es gibt. Bisher. Also es gab ja das Festival hier. Es gab das Festival, das Schulfestival im ersten Teil. Und dann gab es noch das Schulfestival in... Oh, das sind zwei Events. Ach, warte mal. Du hast wahrscheinlich keine... Ja, kein Event für mich. Also kein Bonding-Event oder so. Aber jedenfalls, ja. Und dann gab es ja noch das von Trails in the Sky im ersten Teil, das Schulfestival. Mit dem Theaterstück, was richtig großartig war.
Ja, dagegen ist das hier ein Witz irgendwie, ne? Keine Ahnung. I went to the doctor this morning to check on my condition. And it was a miracle. My chronic condition that was getting worse is finally starting to get better. Wow, wow. When I thought I was convinced it was all thanks to Lina Bloom's, glaube ich auch. Now that I think about it, my condition started getting worse when Lina Bloom started doing worse. Well, I'm glad I believed and waited it out. Lina Bloom was rumored to be retiring soon, but made a miraculous comeback. And this condition got better. As if they're connected. Should share the story with Monk. Achso, deswegen, ja. Ich sollte wahrscheinlich auch nochmal, sobald ich hier mit den Events fertig bin, bevor ich dann zu Lecter gehe, ein bisschen die Gebiete durchlaufen und gucken, ob ich noch irgendwo irgendwas mitnehmen kann. Wäre blöd, wenn ich noch irgendwas verpasse, weil es gibt bestimmt noch irgendwelche kleinen Events überall verteilt. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und es wäre ja blöd, wenn wir das verpassen. Aber erstmal möchte ich ganz kurz diese, ja, Tickets verbrauchen. Oh, that was a shocker. Oh, ich habe Auto an. Wo ist Auto? Oh nein, das war... Das war nicht das, um Auto auszuschalten. Das hätte ich auch wissen können, weil mittlerweile sollte ich das ein bisschen kennen. Gut, wen nehmen wir diesmal mit? Oh, Tower kann ich gar nicht mitnehmen. Das ist natürlich großartig. Jetzt, dann nehme ich... Das ist ja alles jetzt nicht so die perfekte Auswahl. Dann nehme ich Altina halt, meinetwegen. Ich habe ja auch schon auf Level 5. Schade. Schade, dann wird es wohl doch nichts mehr mit Tower hier. Na gut, ich hätte jetzt ein anderes Event natürlich nochmal machen können, aber... dann habe ich doch lieber jedes Event einmal gesehen. Auch wenn sie natürlich je nach Person nochmal anders sind. Logischerweise, so Auto bitte weg, danke. So, this is a race course. It seems different than the ones that let us borrow during the field exercises. As for the time trials, shall I stand on the sidelines and watch instead? Well, why don't you ride with me, Altina? We can try together. Warte mal, darf ich jetzt wirklich noch reiten, bitte? But won't that weight prove a hindrance to our score? Ich glaube nicht, dass du so viel wiegst. If it's just you, it shouldn't be too bad. We don't get to do things like this often. I'd rather you right here cheering me on. I said, if you say so, Zacharine. Krieg ich noch ein Rennen? We'll now start your time trial. Ja, ja, oh Gott, danke, vielen Dank. Ein Minispiel, immerhin eins. Und doch genau das, was ich mir eh schon gewünscht habe. Try to reach the goal within the time limit, ja schon klar. Horse controls are the same as field controls, but using the R-Run dash button depletes the strength gauge. Also picking up the flags placed around the track shortens your time, so try to get as many as you can. Your speed will drop. Hitting obstacles will result in time loss. Okay. Ja, das ist so wie damals eigentlich, prinzipiell. Alright, let's go. Fuck. Schon wirklich, wirklich komisch. There. Ich muss darauf achten, dass die Anzeige auf keinen Fall leer geht, die Stärkeanzeige, weil danach werde ich wirklich langsamer. There. Und nicht nur, ja, wieder das normale Tempo. There. Okay, habe ich nicht gemacht, darauf aufgepasst. Ich krieg auch die ganzen Flaggen nicht, weil ich ein bisschen zu... Die Steuerung ist auch kacke, okay? Die Steuerung ist wirklich, wirklich nicht gut. Not bad at all. Doch. Aber gut, mein Ziel habe ich wohl erreicht mit 35 Sekunden, die ich erreichen sollte. Das war wirklich, wirklich simpel. Aber okay, es geht weiter. Die Zeit wird weitergezählt. Okay. Ja, dann krieg ich wohl doch keine 35 Sekunden mehr, glaube ich, hin. Insgesamt. Das ist nicht selten. Hör auf, das zu behaupten, bitte. Nein, ist nicht selten. Ich verspreche es dir. This one is oh Gott. Rare. Oh Gott. Um die Ecke. Ja! Ah, reicht das jetzt? Was ist jetzt? Bitte, was ist das jetzt? Nicht schon eine dritte Runde, weil das wäre absurd. Okay, das war's. Ja. Das ist irgendwie beat our target time. Ja. Holy shit, war das knapp. And even with me behind you. Good job, Instructor. So, thanks to your support, Altina. Ja, genau. This one is rare. Das waren fucking Flaggen. Warum sind die selten? Hä? Das ergibt keinen Sinn. Was soll das bedeuten überhaupt? No, thank you. I had a lot of fun today. And I would like to do this again sometime. I look forward to next time, Altina. Altina haben wir auch schon auf Level 5. Das habe ich sogar vorher schon gesehen, dass sie schon auf Level 5 ist. Also, ja. Der Bond steigt wirklich nicht mal. Hier wird es auch nicht angezeigt. Ergibt auch diesmal Sinn. Ja, ich weiß nicht, warum dieses Anzeige verbuggt ist, wirklich nicht. Das verwirrt mich sehr, sehr stark. Aber ich höre jetzt auf, mich darüber aufzuregen. Alright, see you later. Enjoy the summer festival to its fullest, Altina. Instructor Reen, there is one last thing. Huh? Oh, okay, danke. Altina, bei dir haben wir am wenigsten erwartet. Also bei Sarah... Und Muse hätte ich jeweils mehr erwartet, dass sowas passieren würde. I see.
So that is how it feels. Where'd that come from all of a sudden? My apologies. I just wanted to understand what makes Milliam want to tackle you so often. Joy, Milliam ist das nochmal ein bisschen was anderes. It requires some courage, but it feels warm and safe. That's my personal analysis, at least. Oh, wow. Latina. You've changed so much from just last year. Yes. I believe the cause of it is the time I spent with you and everyone else in Class 7. On the day of the entrance ceremony, you asked me my reason for being in Class 7. It has changed from because I should to because I want to. Please allow me to thank you, because I believe this is something you, Milliam, and everyone in Class 7 gave to me. I don't even have the words to express how happy it makes me to hear that. I'm so proud of how much you've grown. Me too. Please allow me to continue to be by your side and support you. The rest of Class 7 as well. Das ist auf jeden Fall das schönste Event jetzt bisher. Was enttäuschend ist, weil die anderen Muse und Sarah waren. Und die wirklich die besten hätten sein sollen. Aber waren sie nicht. Nee, auf keinen Fall. Dagegen absolut nicht. Ellie Hupe. Gut, das wären meine Tickets gewesen. Wie gesagt, eins habe ich verschwendet, aber gut. Ja, so oder so war das nicht so cool wie die anderen Events jetzt. Also die anderen Festivals, meine ich. Aber gut, aber gut. Immerhin hatten wir eine Pferderin. Das war auf jeden Fall das Highlight. Ich gucke mich jetzt mal in den einzelnen Gebieten ein bisschen um. Nicht, dass ich irgendwelche Events übersehe. Ich sage euch Bescheid, falls ich was finde, ne? Genau. Ich habe Thomas gefunden, tatsächlich. Hey, Rin, the ceremony was amazing. Seems like you did a good job yesterday. As your former instructor, I can take great pride in your accomplishments. Wow, now this is an interesting combination. Ja, wundert mich nämlich auch irgendwie. Didn't I just see you right after the ceremony, Monk? I came for an interview. That's when I ran into Instructor Thomas. The last time we met was at graduation. What has that been, 5 months? That you quit being an instructor. Well, with all the recent changes, the rank campus wasn't really a good fit for me anymore. Ja, das verstehe ich sehr gut. But it's nice to see the man you've been growing up to be. Regardless of what happens, I'm confident you two can pull through. Haha, I don't know about Reem, but I still feel like I'm fresh out of school. Ach nee, ich bin schon Lehrer, verdammt, aber ich bin immer noch in der Schule drin. You know what happened yesterday, right? Is there a reason you didn't act? You overestimate me. Besides, you guys were already on it. I had a matter to attend to that I couldn't ignore. A matter? Okay, was hat das damit auf sich? It's an insurance policy, don't worry about it. But I may need to talk to you about the Black Records. Oh, gerne! Understood, I'll keep that in mind. Please contact me through Rosina if you must. Thank you. In any case, try and enjoy the festival. You may as well, since you're already here. Ja, für solche kleinen Events lohnt es sich auf jeden Fall, sich nochmal umzugucken hier. Das war aber nicht mal auf der Karte markiert, also muss ich mich wohl wirklich ziemlich gut umgucken, hä? Was geht bei euch so ab? Look, it's Kurt! Hey, do you want to check out the Summer Festival with us? I don't know, this is kind of a big group. Yeah, it might bother the other festival goers. Who's he? Wait just a minute, he's adorable! Gut, man gefällt er euch. You're right, but he's a different type of cute from Kurt. Oh, ja, ja, ganz deutlich. He's like a sweet little brother you want to protect. How about all 5 of us walk around together? Was ist mit dem da hinten? Hey, ladies, I'm here too, you know. Ja, du bist nicht cute, tut mir leid. Good luck, guys, stay strong. Oh, Mann. Oh, no, es tut mir so leid, Sydney. Bringing Kyrie out definitely got the ladies' attention, but now it just knocks down my odds with him even more. How let this happen? You might have played yourself there. Oh, Mann, oh. Das ist wirklich traurig, der Arme. Er tut mir ja schon fast leid, aber auch nur fast, ja. You say, was musst du jetzt nach unseren 2 schönen Dates? It doesn't leave much of an impression, does it? Yeah, it's cute and all, but... but what if... Yeah? What if what? Well, hello then, Dr. Reen. Speak of the devil. Redet über mich, okay? Ja, natürlich redet über mich. Was für einen Eindruck hinterlässt du nicht, hä? Huh? Huh? Are you talking about me? We were. I asked Maya to help me pick out some clothes. Yeah, das dachte ich mir doch fast. To be frank, I'm trying to find something that will catch your eyes and your heart. Yes, that certainly is frank. Well, given my competition, I need any adventure I can get. So, what kind of women's clothing catches your eye, Instructor?
And if you say anything with the adjective pure and innocent, I'm never going to stop judging you. Why? Why? Ist doch gut. Well, I mean, that's not an appropriate question to ask your instructor. I love it when you play hard to get like that. Ich hätte gerne die Frage wirklich noch beantwortet. Ich meine, vielleicht hätte das beeinflusst, welches Outfit mir sie trägt in Zukunft. Nein, natürlich nicht, aber hätte ich lustig gefunden, hätte ich lustig gefunden. Ach, da sind ja Randy und Theo vor allem beim Mishi-Festival. Stimmt, Theo mag ja Mishi ziemlich gerne, oder? Da war ja was. Mishi's Stage Show. I thought it was just an urban legend, but there's a new face hitting the stage too? Randy, we're in trouble. Ja, mecker, Mishi. Take it easy, Theo. Theo, she's losing it. No, ich würde gerne mehr mit dir machen gerade. Warum kann ich nur kurz mit dir reden hier? Warum kann ich sie nicht auf ein Date einladen? So ein Scheiß aber auch. Fucking shit. Fucking shit, ist sie cute. Ist halt so. Was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen? Ja, sie ist einer der Hauptgründe, warum ich natürlich jetzt die Crossfit-Spiele überhaupt noch spielen will. Möglichst schnell eigentlich. Ja, ich mal sehen, wenn ich dazu komme. Und wie gesagt, ich will auch eigentlich abwarten, bis es dann in den Westen kommt. Mit der Hoffnung, dass es in den Westen kommt, offiziell. Weil ich sonst auch nicht weiß, ob ich noch mit dem zweiten Teil rechnen kann. Mit einer Fernübersetzung davon in jemaliger Zukunft. Ach, keine Ahnung. Oh, und Dr. Reen. Hello. Hello, Valerie, Tatiana. Is it Toa and Senya here too? What are all of you up to today? I just happened to run into them earlier. I'm going to show them around Heimdall today. The three of us didn't know anything about the city, so we were exploring together. But this place really is too big. We ended up getting lost. Ja, das kann ich wohl verstehen. I was surprised at how much bigger than Heliask it is. I don't know what we would have done if we hadn't run into Inspector Toa. Well, sounds like you three have had quite a day. So it seems. But there's no need to worry. Just tell me what you'd like to go to see, and I'll lead you there. Yeah, you're like your own personal guardian angel, Sakatoa. Ja, oder einfach eine, ja, Führung für eine Tour. Ja, könnte man auch einfach so nennen. Aber nein, Guardian Angel trifft's wohl auch. Oh, hier gibt's sogar noch eine richtige Sidequest. Oh, warte mal, noch eine Sidequest. Oh, well, vielleicht sollte ich mir den Rest der Erkundung doch nochmal für den nächsten Part aufheben, vor allem wenn jetzt noch Sidequests dazukommen. Könnte sich das ein bisschen in die Länge ziehen und, ja nee, das schaffen wir heute nicht mehr, das schaffen wir heute nicht mehr. Ich weiß natürlich nicht, wie lange diese Sidequests jetzt gehen, aber es gibt wohl doch noch ein bisschen mehr zu erkunden als nur die 5 Events, die wir jetzt zur Auswahl hatten. Was nicht schlecht ist, das könnte auf jeden Fall das Ganze hier nochmal aufwerten ein bisschen, das Summer Festival insgesamt. Vielleicht habe ich dann am Ende doch nochmal eine andere Meinung darüber, auch wenn mir das ganze System halt nicht sonderlich gut gefällt mit den finalen Events, die jetzt irgendwie nur so Mini-Events noch sind, die man mit allen haben kann. Keine Ahnung, ist nicht so das Wahre, ne? Naja, könnt ihr mir ja mal sagen, was ihr so davon haltet, wie das jetzt hier umgesetzt wurde. Und dann gucken wir uns beim nächsten Mal den Rest des Summer Festivals an, falls wir fertig werden, je nachdem, wie lange die Zeitquests halt gehen, ne? Mal sehen. Ja, lasst mir mal gerne einen Kommentar da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.